Ich sehe, ihr seid hier sehr gut drauf in dieser Halle. Ich nehme an, das war irgendwie mal eine ehemalige Tennishalle, in der wir hier sind, so von der Statik her. Und darum ist auch hier die Beschallung recht gut. Liebe Freunde, ich freue mich unglaublich, wieder hier zu sein. Ich weiß nicht, wie oft ich schon in dieser Halle gestanden habe, schon des Öfteren. Ich möchte vor allen Dingen mich bedanken. Ich möchte mich bedanken bei dem Landesverband Nordrhein-Westfalen. Ich möchte mich bei dem lieben Martin bedanken, dem Landes- und Fraktionsvorsitzenden. Ich möchte mich bedanken für die Einführung hier. Ein paar Sachen stimmten. Nicht alle, aber das ist auch in Ordnung so. Aber eine Sache, und die ist mir ganz, ganz wichtig. Eine Sache stimmte. Ich bin gebürtig aus Gütersloh. Ich bin aufgewachsen in der Mähdrescherstadt Harsewinkel. Und dementsprechend ist Nordrhein-Westfalen Heimat für mich. Wenn das heute so weitergeht in meiner Rede, dann weiß ich nicht, wie lange es dauern wird. Ich möchte mich nämlich auch noch bedanken bei all den Abgeordneten, die hier sind, bei Ihnen, die den Weg hierhin gefunden haben, die durch die Gegendemo einen Spießrutenlauf absolvieren mussten. Herzlichen Glückwunsch, dass Sie es geschafft haben. Und jedes Mal, wenn ich mir dieses Affentheater da draußen anschaue, denke ich immer an einen italienischen Schriftsteller, der irgendwann mal gesagt hat, wenn der Faschismus wiederkehrt, dann wird er nicht sagen, ich bin der Faschismus, sondern er wird sagen, ich bin der Antifaschismus. Vielen herzlichen Dank auch an die Europakandidaten fürs Europaparlament. Wir sind ja heute hier, Europawahlkampf zu machen. An die anwesenden Landtagsabgeordneten, die hier sind, die Landesvorstandsmitglieder. Aber vor allen Dingen möchte ich mich bei der Bundesgeschäftsstelle bedanken, die das hier alles auf die Beine gestellt haben. Vielen herzlichen Dank an die Mitarbeiter der BGS. Nun kommt natürlich wie immer der Hauptakt meiner Danksagung. Der lacht da schon. Mein großes Lob an meinen Co, den Tino Kropala. Vielen herzlichen Dank, dass du da bist. Es ist mir eine Freude, immer wenn ich dich sehe, mit dir zusammenzuarbeiten. Für all diejenigen, die es noch nicht wissen, die Alternative für Deutschland hat in ein paar Wochen den Bundesparteitag, auf dem wir gut gelaunt den neuen Parteivorstand wählen und ich freue mich, zusammen mit Tino Kropala wieder anzutreten. Diese Woche, die wir hinter uns haben, war keine gute Woche. Und all diejenigen, die Funktionäre, die mich kennen, wissen, wie viel Arbeit ich die letzten Jahre damit verbracht habe, was diese Woche einen Rückschlag erlitten hat, ein wichtiges Projekt. Das will ich überhaupt gar nicht beschönigen. Wir sind in Turbulenzen geraten mit einem unguten Ausgang. Aber ich möchte auch dazu sagen, überall da, wo Schatten ist, ist Licht. Und da, wo Licht ist, ist Schatten. Es gehört immer beides zusammen. Warum sage ich das? Solche Sachen
solche Tage, solche Momente, wo auch es nicht so gut läuft, sind immer auch gleichzeitig eine Chance. Eine Chance, Lehren zu ziehen, um weiter zu wachsen und uns weiter zu professionalisieren. Denn das, was passiert ist, hätte nicht passieren müssen. Eine basisdemokratische Partei wie die Alternative für Deutschland, ein Alleinstellungsmerkmal, auf das wir besonders stolz sein können, entwickelt sich in kleinen Schritten. Wir sind eben kein Kanzlerwahlverein, keine Funktionärspartei wie die von der Leyen CDU, wo man von oben nach unten bestimmen kann. Und darauf sind wir stolz, liebe Freunde. Das heißt aber auch, dass wir aus Fehlern lernen müssen. Andererseits heißt es aber auch, dass wir uns keinem Wahlverein in Europa für Ursula von der Leyen anschließen werden. Oder uns Interessen unterwerfen, die einen weiteren Abfluss deutschen Steuergeldes bedeuten in den Moloch Europäische Union. Das wird es auch nicht heißen. Wir sind und wir bleiben und wir werden es immer sein. Wir sind eine patriotische Partei für unser Land. Wir sind eine patriotische Partei für Deutschland. Wir vertreten unsere Interessen. Darum fordern wir als Alternative für Deutschland, wir fordern eine Reform der Europäischen Union. Weniger EU, mehr Europa. Mehr Souveränität, mehr Freiheit für freie Bürger. Das ist unsere Forderung. Jedes Land soll seine Identität bewahren können und nicht von kulturfremden, illegalen Migranten überrannt werden müssen. Und darum fordern wir, die Grenzen Europas endlich zu schließen. Und wenn das nicht möglich ist, die Grenzen Deutschlands endlich zu schließen. Und das heißt natürlich auch, dass wir uns als ein souveränes Deutschland uns nicht einem Diktat wie dem Migrationspakt unterwerfen. Weg damit! Wir fordern mehr demokratische Teilhabe. Wir fordern Volksabstimmung in Europa. Jedes Land, in dem die gewählten Vertreter sitzen, des Volkes. Denn in den nationalen Parlamenten sitzen gewählte Volksvertreter. Und eben in diesem Land muss es ein Vetorecht geben gegenüber Brüsseler Vorgaben. Jedes Land muss die Möglichkeit haben, sich dagegen zu wehren. Und wenn einem unabhängigen europäischen Staat
die von der Leyen mit einem irren Green Deal oder Verbrennerverbot oder Zwangsimpfung oder Zwangsverordnung gegen die Industrie, Überwachungen, Vermögensregister von Privatpersonen, weil alle Staaten bereits pleite sind, weil sonst nichts mehr zu holen ist. Und wenn einem Land das gegen den Strich geht, dann muss es die Möglichkeit haben, durch Volksabstimmung aus diesem Gebilde ausscheiden zu können. Das nochmal, um es klarzustellen, das hat etwas damit zu tun, dass wir nicht wollen, dass die EU ein Gefängnis wird für die Länder. Wir als AfD, wir wollen mehr Wettbewerb. Und nichts anderes würde es bedeuten, dass es eben mehr Standortwettbewerb wäre, den Ländern die Entscheidung selbst zu überlassen. Und sie würden nicht automatisch ins Nichts fallen, so wie das immer hier kolportiert wird. Sie würden automatisch, und das ist mein persönlicher Reformansatz, automatisch in den EWR fallen. Das ist nämlich der europäische Wirtschaftsraum von 1992, in dem alle vier Grundfreiheiten gelten. Aber ich muss auch dazu sagen, bezüglich Personenfreiheit können nur diejenigen sich frei bewegen durch Europa, die einen festen Job haben, also Arbeitnehmer sind, Selbstständige sind und nicht irgendwelche Sozialmigranten, die von einem Land ins andere hüpfen. Das sind Reformansätze für mehr Standortwettbewerb. Und dann noch etwas Persönliches. Wir brauchen so ein Bürokratiemonster. Wie es die Europäische Union ist, brauchen wir nicht, bestehend aus überbezahlten und unterbeschäftigten Bürokraten. Wenn es nach mir ginge, könnte man die ganze Bagage vor die Tür setzen. Auch das würde für mehr Wettbewerb sorgen. Sollen doch mal diese Leute, diese 32.000 Bürokraten, die nichts zu tun haben, außer uns auf die Nerven zu gehen, sollen sich doch mal auf dem freien Jobmarkt bewerben, vernünftig Steuern zahlen und dann sehen wir weiter. Oder etwa nicht? Denn man muss sich schon fragen, und da lasse ich auch die CDU und auch die anderen europäischen Parteien nicht aus der Verantwortung, überhaupt nicht. Man muss sich schon fragen, welche Interessen hier eigentlich bedient werden. Welche Interessen werden von einer Ursula von der Leyen, von der CDU bedient? Wir haben das gesehen. Wie kann es eigentlich sein, dass eine Europäische Kommission in einer Krisenzeit wie Corona, wo ein neuer Impfstoff auf den Markt kommt, die Frechheit besitzen, einen Haftungsausschluss zu forcieren, damit dieser experimentelle Impfstoff mRNA, vorher nie an Menschen getestet, hier überhaupt vertrieben werden kann? Das ist ein Skandal! Das würde es mit uns niemals geben! Ein Skandal! Ich will einmal wissen, welche Interessen hier bedient werden. Und was in diesem Video falsch war, war Folgendes, das muss man auch dazu sagen. Ja, die Staatsanwaltschaft, die ermittelt gegen Frau von der Leyen. Da werden ja irgendwie, keine Ahnung, SMS gelöscht, E-Mails gelöscht, es wird alles vernichtet. Kein Wort darüber, dass ihr Mann irgendwie auch noch Berater ist. Das ist ja irgendwie so, wir haben hier in Deutschland nicht ein Wirtschaftsministerium, sondern ein Vetternwirtschaftsministerium. Nicht wahr? Da haben wir die Frau Baerbock, ihr Mann ist auch Berater. Aber das ist es eben so, dieses ganze
korrupte, dieses schmierige Zeug, was hier betrieben wird. Das ist etwas, und ich sage es nochmal, ich wiederhole es nochmal, das ist schmierigster Filz. Und darum wollen wir mehr Teilhabe der Bevölkerung an solchen Entscheidungen. Und ich will euch sagen, was noch dazugehört. Wir wollen die Ukraine nicht in der Europäischen Union. Wir wollen keine Waffenlieferung an die Ukraine. Skandalös. Skandalös und auch unseriös, solche Angebote zu machen in solchen Zeiten. Aber soll ich euch auch etwas sagen? Durch diesen schmierigen Filz, der sich überall ausgebreitet hat, übernehmen die Menschen keine Verantwortung mehr für ihr Handeln. Denn wenn sie Verantwortung übernehmen würden, dann müssten eine Frau Baerbock, eine Claudia Roth und eine Frau Strack-Zimmermann, wo sie hier ja aus Nordrhein-Westfalen kommt, diese Leute müssten Verantwortung übernehmen und selbst in die Ukraine gehen und an die Front gegen Russland. Sollen sie selbst gehen, aber nicht unsere Kinder, unsere Söhne schicken. Unsere Soldaten bleiben hier, denn unsere Soldaten haben die Kernfunktion, nämlich sie sind für die Landesverteidigung zuständig. Und es wäre Deutschlands Aufgabe, auch die NATO vom Kopf auf die Füße zu stellen, dass sie sich zurückbesinnt, dass sie nämlich nur ein Verteidigungsbündnis ist und nichts mehr. Stoppen wir also die Finanzierung von korrupten Strukturen. Denn es ist nichts anderes als Steuergeldversenkung. Wir haben nichts mehr zu verschenken. Schauen wir uns doch auf den Straßen um. Deutschland ist kein reiches Land mehr. Wir haben also nichts zu verschenken, sondern den Wohlstand zu bewahren, der uns geblieben ist, der aufgebaut wurde von unseren Vorfahren, auf die wir stolz sein können, die mit ihrer Hände Arbeit Disziplin und Ordnung dieses Land aufgebaut haben. Wehren wir uns also gegen die Übergriffigkeiten der Europäischen Union gegen unser Land. Wehren wir uns gegen zu hohe Steuern und Abgaben. Wehren wir uns gegen den grünen Woken-Wahn. Wehren wir uns gegen diese aggressive Identitäts- und Heimatvernichtung, gegen die überbordende Kriminalität und schieben endlich Illegale und Kriminelle endlich ab. Machen wir endlich Politik für Deutschland und für ein freies Europa, freier europäischer Bürger. Ich bedanke mich.
Dankeschön. Dankeschön.